I'm sending an ambulance immediately. Please, stay where you are. Sir? What? Sir! Sir! Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal wieder das Spiel 112 Operator. Neue Stadtteile habe ich mir in dieser Folge mal nicht gekauft. Beziehungsweise ich hätte es sonst aufgenommen diesmal. Diesmal hatte ich die Aufnahme früh genug gestartet. Einbruch. Da sieht man schön die Handschellen. Also ein Verhaften, also kein Motorrad hinschicken. Was wir in der Zeit mal machen können, wir schicken dann ein Polizeifahrzeug hin, damit wir hier auch mal ein Auto haben. Weil hier zwei Motorräder und kein Auto zu haben, ist schon doof. Dann haben wir halt hier noch ein bisschen. Schicken wir da noch hin. Massenangriff, okay. Polizei und Rettungsdienst, ja. So schwer ist das jetzt auch nicht. Da will jemand festgenommen werden. Was? Raserei und Handschellen-Symbol, das passt irgendwie nicht. Involves a search area. You can organize a search on your own by sending a unit to each of the sectors. Alternatively, just send the units to the incident's marker, but this way the search will take longer. Okay. Also hier haben wir jetzt das Ereignis, dass jemand gesucht wird. Dann können wir da jetzt eine Einheit hinschicken und die sucht dann das Gebiet ab, okay? Das habe ich soweit verstanden. Da ist jetzt auch noch was Polizeiliches. Also momentan geht's wieder echt gut ab hier. Legale Software. Ja, da können wir das Motorrad hinschicken. Auch wenn, ja, egal, das Auto näher gewesen wäre. Also die fahren hier jetzt anscheinend so die Gebiete ab. Das Gebiet haben die so gesehen schon erledigt. Das verstehe ich ja. Oh, ein medizinischer Notfall. Dann können wir jetzt den dort wieder hinschicken. Okay, da muss ich wieder was mit der Polizei machen. Die sind soweit fertig. Kidnapping. Ach so. Okay, dann verstehe ich. Die nehmen die eine Person jetzt mit. Oh, der erste Feuerwehreinsatz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schön, schön. Kann ich nicht den eigentlich dort hinterher schicken? Ich meine, ein Platz ist er ja noch frei. 112, what's your emergency? Good morning to you, sir. I'd like to, Sir, is everything okay? Send an ambulance. Quick. Sir, what's going on? She's strangled. I strangled her. Ja, ich will die Adresse wissen. Hallo. Oh, shit. Oh, God. Oh, shit. Sir, where are you? I'm at... Oh, you slut! She's deceiving me. I'm so sorry. I'm sorry. Sir, where are you? Nowhere. Das ist Polizei und Medizin. Interessante Anrufe, die man hier kriegt. Also ich denke mal, das sind keine so eigentlichen normalen Anrufe, die es im echten Leben durchgehend gibt. Aber das sind mit Sicherheit solche Anrufe, die... Ja. Vielleicht ist es ja auch extra so gemacht, dass... Man kriegt ja hier normale Einsätze und vielleicht sind die Anrufe so die Sachen, die so speziell herausstechen. Was ist denn jetzt mit dem... Da schicke ich dann mal erstmal einen Krankenwagen hin. Allerdings würde ich sehr gerne direkt die Polizei mit dahin schicken. Das ist der Einsatz, den ich erstellt habe. Das ist sehr schön. Also momentan ist hier echt gut was los. Das muss man dem Spiel gerade lassen.
Soweit habe ich eigentlich gerade alles, glaube ich, oder? Da ist ein Polizeieinsatz. Was ist denn hier? Hier ist Verdächtiger, strangulierte Frau und Anrufer. Ja, gut. Ein medizinischer Notfall. Messerstecherei, okay. Ah, jetzt ist die Polizei vor Ort. Okay, anscheinend kein Krankenwagen benötigt, okay. Das ist so simpel, würde ich sagen. Dann haben wir hier direkt noch einen Polizeieinsatz. Da schicken wir dann öffentliches Eigentum zerstört. Ja, da reicht ein Motorrad. Betrunkener Fahrer. Brauche ich einen Transport. Das ist auch recht simpel. Ja, wollte gerade sagen, jetzt kommt gerade nichts, aber irgendwie. Also momentan geht's, würde ich sagen. Ist eigentlich alles. Ist nichts offen. Läuft alles soweit. Ich wette, gleich kommt ein Anruf. Gut, Hauseinbruch kommt zuerst. Eigentlich müsste jetzt noch so ein Anruf kommen. So 2 bis 3 Anrufe kommen ja eigentlich pro Schicht so gesehen. Wo ist denn der Polizeieinsatz? 112, what's your emergency? Hello. I would like to report something. What would you like to report, sir? There is someone. A body. Where are you, sir? At the warehouses near. Can you specify where you are? Did you know the victim? No one knew him. I mean, he looks so abandoned. Sir, no human is a waste. Can you please check and see if he's still breathing? Even if he was, there's no point in saving him. I'm sending an ambulance immediately. Please, stay where you are. Sir? What? Sir! Sir! Ich weiß nicht, was ich daraus jetzt schließen soll, aber irgendwie hat sich das gerade nicht so ganz gesund angehört. Naja. Ein sehr, sehr komischer Anruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ein sehr, sehr komischer Anruf. Mal gucken, was hier passiert. Müsste ja jetzt eigentlich so gesehen eine. Ja, gut. Was ist denn da jetzt passiert? Er hat sich ja doch eigentlich so gesehen selber erschossen, oder verstehe ich das falsch? Also, die brauchen einen Krankenwagen. Gut, das verstehe ich ja. Das verstehe ich ja. Ja. Ich bin momentan Feueralarm, okay. Gerade leicht überfordert. Weil es ist doch gerade etwas viel da. Also an Einsätzen ist gerade relativ viel da. Dann kann der noch direkt dahin fahren. Okay, Polizeieinheit benötigt. Ja, das ist verständlich. Nein, da sollte ja eigentlich direkt Polizei kommen. Medizinischer Einsatz. Noch einer hier. Gut, jetzt habe ich wieder alles unter Kontrolle. Jetzt passt das. Jetzt fahren sie alle. Ja. Ach, da muss noch ein Krankenwagen. Ach, der Kranke wurde abtransportiert. Okay. Was ist denn mit dem Autofahrer? Achso. Geld kassieren. Okay. Hä? Polizeieinheit. Ja, habe ich doch hingeschickt. Na gut, egal. Tot. Ey, warum schon wieder tot?
Muss man nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. Ja gut. Das Motorrad schicken wir mal dorthin. Dort ist ein Krankenwagen angekommen. Der Krankenwagen ist bereits voll. Was soll denn da sein? Runtergefallen. Ey, ist Zapfen. Ja gut, da brauche ich wahrscheinlich einen Krankenwagen. Nehmen wir einfach mal den. Da brauchen wir Polizei. Dann soll sich das Motorrad mal da drum kümmern. Sollte ja eigentlich gut klappen. Okay, interessante Fahrweise. Ja, jetzt habe ich wieder nichts offen. Auf Verfolgungsjagd? Ja, okay. Und auf Verfolgungsjagd? Ah, die nehmen natürlich direkt fest. Ach, die haben so viele verhaftete Personen. Das ist lustig. Die brauchen so gesehen Verstärkung. Die brauchen. Achso, ja gut, dann. Ich meine, wenn direkt die Polizeiwache da ist, dann lohnt sich nicht mal, dass das Fahrzeug hier kommt. Es ist aber lustig, dass der Verstärkung braucht. Das finde ich gut. Das hatte ich bis jetzt noch nicht so wirklich. So. Die Schicht ist auch schon wieder vorbei, okay. Das heißt, der macht jetzt noch den Einsatz hier. Und dann hatte ich insgesamt 100 Einsätze. Na gut, verschluckt habe ich anscheinend zu spät gemacht. Naja, ist doof. Darf im echten Leben nicht passieren, aber ich meine, hier im Spiel ist es noch was anderes. Ja, ich anscheinend, achso. Der nimmt fest, lädt ab. Okay. Ja gut, dann ist die Schicht vorbei. Diesmal haben wir einen Profit gehabt von 27.000. Es hält sich im Rahmen. Also letztes Mal war es, glaube ich, ein bisschen mehr, aber es geht. Ja, waren knapp 100, 105 Rufe, die wir hatten. Ja, dann beende ich wieder die Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gut gefallen. Und kommentiert, abonniert, liked und schaut mal in die Videobeschreibung, da sind so ein paar Sachen verlinkt. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.